Vorstellung, weil das soll irgendwie so ein Wesen suggerieren, was gar nicht in der Welt ist. Also was quasi in seinem Schöpfungsprozess sich so aus der Welt verabschiedet, dass es keinen Körper hat, keine Instrumente, keine Umgebung, keinen Kontext, keinen Diskurs, keine Vergangenheit. Sowas gibt es natürlich nicht. Muss ich mir dann also Beethoven auf eine bestimmte Art auch schon programmiert vorstellen? Natürlich.